Liebe Freunde, liebe Familie, liebe Kinder, heute möchte ich über das zweite Kapitel von dem ersten Thessalonicher-Brief sprechen. Im ersten Kapitel haben wir gesehen, wie die Gemeinde in Thessalonik gewachsen ist, wie sie das Wort Gottes aufgenommen haben, das Paulus, Siloam und Timotheus in der Kraft Gottes gebracht haben. Paulus sagt, ihr seid auserwählt. Ihr habt also das Wort Gottes, hat Früchte bei euch gebracht, da sieht man den Glauben, da sieht man die Liebe, da sieht man die Hoffnung, auch in Trübsal, auch die Geduld. Und die Leute haben es gesehen, wie das Wort sich verbreitet und bezeugen es in jeder Gegend, dass eigentlich die Leute, die Christen geworden sind, die sind von den toten Götzen weg und zu einem wahren, lebendigen Gott hingekommen. Und das ist so stark. Aber im zweiten Kapitel sagt der Apostel Paulus, es war nicht einfach. Wir sind gekommen, da waren also viele Juden, die gegen uns waren. Auch dort, wo wir gepredigt haben, die waren einfach gegen, dass wir nicht das Wort den Griechen und anderen Nationen verkünden, den Heiden. Das wollten sie gar nicht und sind ihnen auch widerstanden. Und im Vers 16 steht es auch hier so geschrieben. Und um das Maß ihrer Sünde alle Wege voll zu machen, wehren sie uns, den Heiden zu predigen, zu ihrem Heil. Aber der Zorn Gottes ist schon in vollem Maß über sie gekommen. Diese Leute, die wehren, die haben alles getan, nur dass Paulus, Silas und Timotheus nicht das Wort weiter verkündigen. Deswegen sagt Paulus hier seine Motivation, ihre Motivation, warum sie gekommen sind, was hat sie bewegt. Denn sie kamen von Philippi, wo große Verfolgungen waren. In Philippi war Paulus und Silas ins Gefängnis auch gesetzt, die Wunden geschlagen. Also die hatten auf ihrem Körper Wunden von den Schlägen und waren im Gefängnis gefesselt. Und dann haben sie dort gesungen, Gott und gedankt. Das ist ein großes Wunder. Und dann hat der Kerkermeister das gesehen, wollte sich töten. Aber wo er gesehen hat, diese Männer, wie sie also vor Gott. Und Paulus sagt, macht ihr nichts. Was soll ich machen, hat er gefragt bei ihnen. Und dann hat Paulus gesagt, glaube an Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet. Und wirklich noch diese Nacht hat der Mann und sein ganzes Haus Jesus angenommen. Aber wo jetzt Paulus kommt nach Thessalonike, und hier ist ja auch die Gefahr der Verfolgung. Da ist wirklich Gefahr von diesen Juden, die so gegen ihn sind, die es nicht wollten, dass an die Heiden das Evangelium ist. Und dann nimmt sich Paulus Zeit und erklärt die Motive. Warum sind sie dorthin gekommen? Und das Interessante ist, ich lese einfach von dem dritten Vers. Denn unsere Ermahnung kam nicht aus betrügerischen oder unlauteren Sinn, noch geschah sie mit List, sondern weil Gott uns für wert geachtet hat, uns das Evangelium anzuvertrauen. Darum reden wir nicht, als wollen wir den Menschen gefallen, sondern Gott, der unser Herzen prüft. Ja, mit dieser Motivation sind sie gekommen. Ihr Sinn war nur Gott, dem ewigen Gott, der Juden ist, auch Gott für alle Menschen, ihm zu gefallen. Sie wollten das Wort Gottes in diesem lauteren, wirklich sind nichts Falsches dazu tun. Mit dieser großen Ehrlichkeit sind sie gekommen. Denn wir sind nie mit Schmeichelworte umgegangen, wie ihr wisst, noch mit versteckter Habsucht. Gott ist Zeuge. Wir haben euch nicht bei euch nicht Ehre gesucht, bei den Leuten, weder bei euch noch bei den anderen. Ja, das Interessante ist, oft ist Geld und Ehre, Suche nach Ehre, so wichtig für die Menschen. Paulus hat gesagt, nein, wir haben weder Geld gesucht, noch Ehre von den Menschen. Wir wollten nur Jesu verkündigen, der für die Menschen gestorben ist, für alle Nationen. Für jeden hat er sein Blut am Kreuz gegeben und er ist auferstanden. Er hat nicht nur die Sünden vergeben, alle Sünden, die jeder Mensch bei ihm bekennt, aber der ist als Sieger, ist auferstanden und gen Himmel gegangen. Das wollte Paulus so den Menschen auch sagen. Und dann interessant, diese Details, die sind mir so ganz wichtig. Im siebten Vers heißt es, obwohl wir unser Gewicht als Christi Apostel hätten einsetzen können, sondern wir sind unter euch mütterlich gewesen, wie eine Mutter ihre Kinder pflegt. Für mich ist es das schönste Bild, das ich sehen kann. Wie eine Mutter das Kind stillt.
wie eine Mutter um das Kind besorgt ist. Wie, das ist, Gott hat erfunden, eine Mutter, Kinder, Familie, das ist sein Geschenk. Und Paulus nimmt das Teuerste, was es überhaupt gibt, wie eine Mutter nach einem Kind guckt. Also so waren wir mit euch, mit ganzem Herz, mit ganzer Liebe, mit ganzer, also mit ganzer Kraft, die wir nur hatten. So hatten wir Herzenslust an euch und waren bereit, euch nicht allein am Evangelium Gottes teilzugeben, sondern auch an unserem Leben. Denn wir hatten euch lieb gewonnen. Ihr erinnert euch doch, liebe Brüder, an unsere Arbeit, unsere Mühe. Tag und Nacht haben wir gearbeitet und niemand unter euch zur Last gefallen und predigten unter euch das Evangelium. Und unser Gott ist Zeuge, wie heilig, gerecht und untadelig wir bei euch, den Gläubigen, gewesen seid. Denn ihr wisst, dass wir wie ein Vater seine Kinder einem jeden von euch ermahnt, getröstet und auch geholfen hat, euer Leben würdig Gottes zu führen und euch hat berufen er zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit. Ja, so hat das Wort hier geklungen. Möge Gott uns auch helfen, dass wir das Wort so mit dieser Motivation den Menschen geben. Dann wird es auch Erfolg geben. Amen.